Hallo, hallo und welcome back hier auf meinem Kanal. Ich bin Nadine Schelens und hier geht es rund um effektive Lerntechniken für die Schule, für Prüfungsvorbereitung und für Mathe. Und wir befinden uns gerade in einer kleinen Back-to-School-Serie für alle Schüler, die jetzt in die Oberstufe starten. Im ersten Teil haben wir schon über die drei größten Fehler gesprochen, die man vermeiden sollte, wenn man in die Oberstufe startet. Und heute gebe ich dir ein paar Informationen noch mit an die Hand, die viele Abiturienten gerne gewusst hätten, bevor sie in die Oberstufe starten. Denn die Schule bereitet nicht unbedingt so gut darauf vor. Lass mich mal gerne in den Kommentaren wissen, in welchem Jahr du dieses Video hier schaust, wann für dich also dann die Oberstufe startet. Und jetzt würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Let's go mit dem Video. Der Übergang in die Oberstufe ist für viele Schüler eine kleine Herausforderung, weil sie gar nicht richtig wissen, worauf sie sich da eingelassen haben und weil viele Lehrer oder auch viele Schulen gar nicht so richtig dieses Mindset schaffen, was man braucht, um in der Oberstufe und dann zum Abitur hin auch die Zeit gut nutzen zu können, ohne großartig in Stress zu verfallen. Vielleicht hast du aber auch richtig gute Lehrer, die den Übergang von der Unterstufe in die Oberstufe sehr soft hinbekommen und du dann keinen so krassen Unterschied merkst. Das ist meistens an Gymnasien der Fall, aber für alle, die zum Beispiel von einer Gesamtschule oder von einer Realschule sich dann entscheiden, auf ein Gymnasium zu wechseln, beziehungsweise auf eine andere Schule, wo du das Abitur dann machen kannst, dieser Wechsel ist für die meisten Schüler ein bisschen herausfordernder. Und falls von deiner Schule das Bewusstsein nicht geschaffen wird, zeige ich dir das jetzt hier in dem Video. Die komplette Oberstufe ist schon Abiturvorbereitung. Und was wichtig ist, sage ich es nochmal, die ganze Oberstufe, ab Beginn der Oberstufe, ist schon deine Vorbereitung auf dein Abitur. Mach dir das wirklich bewusst, das sind 2 Jahre Abiturvorbereitung für deinen Abschluss. Im Abitur ist alles aus deiner Schulzeit prüfungsrelevant, also alles kann drankommen und abgefragt werden. Und auch wenn du vermutest, dass für dich der Übergang von der Unterstufe zur Oberstufe vielleicht ein bisschen schwieriger werden könnte, versuche von Anfang an wirklich dran zu bleiben, denn alles kann prüfungsrelevant sein, vor allem in den Prüfungsfächern. Das erste Semester zu starten nach dem Motto, ja, ich schau mal, wie die Oberstufe so wird, ich finde mich da langsam so rein und dann ab dem zweiten Semester gebe ich Vollgas. Das funktioniert so nicht. Manchmal ist es schwierig einzuschätzen, worauf man sich jetzt wirklich konzentrieren sollte und welche Themen man eventuell weglassen kann oder so ein bisschen schleifen lassen kann. Deswegen als Tipp, versuch dir schon vor der Oberstufe die ganzen Themen zu besorgen, die für dich prüfungsrelevant sind in deinen Prüfungsfächern. Du musst die Themen natürlich noch nicht verstehen. Es reicht erstmal, dass du eine Liste hast, wo alle Themen draufstehen, die dich in den 2 Jahren erwarten und die dann auch für dich in deiner Abi-Prüfung abgefragt werden können. Für Mathe findest du auf meinem Kanal viele Videos dazu, welche Themen in der Oberstufe drankommen und auch welches die allerwichtigsten Themen für dein Mathe-Abitur sind. Für die anderen Fächer findest du bestimmt auch Kanäle hier auf YouTube oder Internetseiten. Also gib einfach mal in deine Suche ein, was sind die wichtigsten Themen für das Deutschabitur oder für das Englischabitur oder je nachdem, was du halt für Prüfungsfächer hast. Denn je besser du weißt, was auf dich am Ende zukommt und was prüfungsrelevant ist, desto besser kannst du im Unterricht abschätzen, worauf du dich konzentrieren solltest und bei welchen Themen du auf jeden Fall nicht den Anschluss verlieren solltest. Und achte auch während des Unterrichts, also während der kompletten Oberstufe, während des Schuljahres darauf, was dein Lehrer vielleicht mal so fallen lässt an Erklärungen, an kleinen Tipps vielleicht für die Prüfung, worauf dein Lehrer sehr viel Wert legt in der Prüfung, wie die Abi-Prüfungen gestellt werden könnten, welche Begründungen eventuell relevant sind und schreib dir diese Sachen auf jeden Fall mit auf, damit du sie nicht vergisst. Und zu diesen ganzen Prüfungsthemen kannst du schon während der ganzen Oberstufe anfangen, Lernzettel zu erstellen. Und zwar Lernzettel so erstellen, dass du sie auch in 1 bis 2 Jahren nochmal verstehen kannst. Und der Grund dafür, dass du dir die Lernzettel schon während des laufenden Schuljahres machst und nicht erst kurz vor den Abi-Prüfungen, ist, dass du eben nicht viel Zeit hast in dieser ganzen Oberstufenzeit.
Vor allem im dritten und vierten Semester wirst du nicht viel Zeit haben, dich nochmal intensiv mit Themen aus dem ersten und zweiten Semester zu befassen und dann erst das Verständnis aufzubauen. Das ist deine Aufgabe direkt schon, wenn die Themen besprochen werden im Unterricht. Lies dir dazu ruhig mal die Kommentare unter den Abi-Videos der letzten Jahre durch oder sprich mal mit Abiturienten, die ihr Abitur schon hinter sich haben. Denn viele Abiturienten sagen im Nachhinein, dass sie hätten früher anfangen sollen mit der Abi-Vorbereitung, weil ihnen aber vorher auch nicht bewusst war, wie wenig Zeit eigentlich zur Verfügung bleibt. Und da ich das im Coaching jedes Jahr wieder höre, ist mein Plädoyer für dich: Bereite dich bitte langfristig auf dein Abitur vor. Mindestens ein Jahr vorher, im Optimalfall eigentlich mit Beginn der Oberstufe, also 2 Jahre vorher. Wie du eine langfristige Abi-Vorbereitung angehen kannst, das habe ich dir in diesem Video schon gezeigt. Also schau da unbedingt mal rein, wenn du keine Lust auf so krassen Zeitdruck hast kurz vor dem Abitur und dich gut darauf vorbereiten möchtest. Eine weitere Sache, die viele Abiturienten im Rückblick auf ihre Abi-Vorbereitung auch immer wieder erwähnen, ist, dass sie die Themen jetzt auf einmal verstehen und vorher war das nicht der Fall. Was denkst du wohl, woran liegt das? Das ist ganz einfach und zwar liegt es daran, dass sie sich in der Abi-Vorbereitung viel intensiver und vor allem konzentrierter mit den Themen auseinandersetzen, weil sie jetzt diesen Druck haben, die Themen endlich verstehen zu müssen, denn jetzt geht es ja auch um die Prüfung, jetzt geht es ja um den Abschluss. Und vorher, während des Unterrichts, also während der Oberstufe, haben sie sich meistens nicht sehr ernsthaft mit den Themen auseinandergesetzt. Außerdem hat sich auch was im Mindset verändert, denn sie haben sich nicht mehr auf den Lehrer verlassen, auf den Unterricht und darauf, dass sie die nächste Klausur bestehen können, sondern sie haben angefangen, sich selbstständig mit den Themen auseinanderzusetzen, selbstständig zu recherchieren, haben sich eventuell Hilfe mit dazu geholt, haben Lerngruppen gebildet, haben Prüfungsaufgaben gerechnet und zwar sehr intensiv und damit ihr Wissen direkt angewendet in verschiedenen Kontexten. Und das kannst du auch machen, während du in der Oberstufe bist, dass du dir auch schon von Anfang an Prüfungsaufgaben mit dazu nimmst. Natürlich wirst du nicht alle Aufgaben lösen können, aber du bekommst schon mal so ein Gefühl dafür, wie die Prüfungsaufgaben gestellt sind und auch welche Themen immer wieder in den Prüfungen abgefragt werden. Also du hast die Wahl. Entweder wartest du, bis der Druck groß genug ist, kurz vorm Abitur, und setzt dich dann damit auseinander mit den Sachen. Oder du nutzt jetzt schon die 2 Jahre Oberstufe und gehst da ins Verständnis von den Themen rein und hast es dann in der richtigen heißen Abi-Phase, in der Abi-Vorbereitungsphase, kurz vorm Abitur, dann einfacher. Die Einstellung ist halt tatsächlich das, was mindestens 50% des Erfolgs ausmacht. Und neben Eigenverantwortung und dem Zeitbewusstsein macht dir außerdem bewusst, was bedeutet denn ein Abitur eigentlich? Das Abitur ist die allgemeine Hochschulreife und das ist der höchste Schulabschluss, den man in Deutschland erreichen kann. Und das Abitur befähigt dich, an allen deutschen Hochschulen zu studieren. Und damit bekommst du den Zugang zu Universitäten eröffnet. Anders als bei einem Fachabitur, damit hast du die Befähigung, nur an Fachhochschulen zu studieren und kommst an die Unis meistens nicht so einfach ran, sondern brauchst nochmal Zusatzqualifikationen oder Praktika oder irgendwelche anderen Sachen. Mit dem Erreichen des Abiturs hast du also den Nachweis erbracht, dass du studierfähig bist. Was bedeutet denn Studierfähigkeit jetzt eigentlich? Das bedeutet, dass du ein gewisses Maß an Grundwissen aufgebaut hast, welches du mit an die Uni bringen kannst. Denn in der Uni fängst du meistens nicht wieder an vom Urschleim, sondern es werden viele Sachen vorausgesetzt und dein Wissen wird weiter aufgebaut und vertieft. Außerdem erfordert es ein gewisses Maß an Selbstständigkeit, an Leistungsbereitschaft, an Bereitschaft, dich mit Themen intensiv auseinanderzusetzen, Probleme lösen zu können. Und das wiederum erfordert eine gewisse Begeisterung fürs Lernen und auch sehr viel Durchhaltevermögen, dran zu bleiben, wenn es schwierig wird und nicht gleich aufzugeben, wenn man nicht direkt die Lösung findet. All diese Fähigkeiten und Eigenschaften werden schon in der Oberstufe trainiert und sind die Voraussetzungen dafür, dass du ein erfolgreiches Studium absolvieren kannst. Denn ansonsten besteht die Gefahr, dass du an einer Uni untergehst und eventuell abbrichst, weil eben die Anforderungen viel zu hoch sind. Also wenn du das Ziel hast zu studieren, dann nutze die Oberstufe schon, um diese Eigenschaften aufzubauen und sieh die Oberstufe nicht als
zwei Jahre, die dich zum Abitur hinbringen, sondern als Vorbereitung auf dein Studium. Das Studium ist und bleibt die Intention hinter so einem Abschluss wie dem Abitur. So ist das Abitur halt angelegt. Und ja, das Studieren ist nicht jedem in die Wiege gelegt, aber wer die Chance hat auf ein Abitur, sollte die Chance auf jeden Fall nutzen, denn man kann nichts verlieren, man kann bloß dazulernen und vor allem wird es dir sehr viel bringen für deine persönliche Weiterentwicklung, für deine Eigenmotivation, denn du lernst Eigenmotivation aufzubauen, selbstständig zu arbeiten, du lernst Durchhaltevermögen und das sind auch wichtige Sachen, die man in der Berufswelt braucht. Schreib mir gerne deine Gedanken zur Oberstufe, zum Abitur, zum Studium, zu allem, was ich hier gesagt habe, in die Kommentare und lass uns da gerne austauschen, wie ihr das ganze Thema seht. Und hier habe ich dir noch zwei andere Videos von mir verlinkt und ich danke dir fürs Einschalten und dann sehen wir uns im nächsten Video.